Moin Jungs, da bin ich wieder. Also ich bin im Moment gerade krank, also immer noch, seit einer Woche, deswegen kam auch so wenig von mir. Inzwischen habe ich wieder ein bisschen Stimme und kann ein bisschen reden, deswegen dachte ich mir, ich mache mal dieses Video. Ich finde den Glitch eigentlich irgendwie sehr geil, weil sowas gab es eigentlich bisher noch nie. Das ist eigentlich bisher der einzigste Glitch in der Art, wo ich kenne. Und deswegen dachte ich, komm, das lohnt sich da ein Video draus zu machen. Ich habe den ganzen Glitch bei Gamileo gefunden auf seinem Kanal. Und der Link ist unten in der Videobeschreibung. Das war eigentlich der erste und auch bisher der einzige, der es gepostet hat oder hochgeladen hat. Deswegen schaut auf jeden Fall mal bei ihm vorbei. Er macht echt gute Videos. Und ja, dann fangen wir gleich mal an. Also alles, was ihr dazu braucht, ist irgendwas Großes. Und damit meine ich kein P. Auf jeden Fall, es muss auf jeden Fall ein LKW sein oder ein Kipplaster, ein Panzer, mit dem Monster Truck haben wir es gemacht. Also alles, was größer ist als SUV und Geländewagen, wird funktionieren. Und dann müsst ihr ganz normal hier an diese Location fahren, wo ich euch gerade zeige. So. Und dann müsst ihr einfach nur ein bisschen Gas geben und auf den komischen weißen Fleck auf dem Boden fahren und dann, zack, glitscht ihr schon ein bisschen rum und es sieht total geil aus. Ich glaube, der einzigste Grund, warum das bisher noch keiner rausgefunden hat, weil es einfach so eine Centorno-lastige Gegend ist, wo die ganzen Leute nur mit ihren Centornos rumfahren und einen auf Proleten machen. Und ja, und wahrscheinlich hat sich noch keiner getraut, in so ein minderwertiges Fahrzeug einzusteigen und dorthin zu fahren. Ich glaube, irgendwann mal gab es so einen UPS-Fahrer, der echt Angst vor den ganzen Centorno-Fahrer hat, der Angst gehabt, gesehen zu werden, dass er einen ordentlichen Job macht und nicht nur am Glitschen ist. Fuhr hinten in die Ecke rein und wollte sich halt verstecken und dann ist das passiert. Ich denke, so hat man den Glitch gefunden. Ja, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Es wird jetzt auf jeden Fall nächste Tage wieder ein bisschen mehr kommen. Meine Stimme ist zurück, juhu. Und ja, lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Lasst trotzdem eine Bewertung da, wenn es euch nicht gefallen hat. Und ja, ciao Jungs, wir sehen uns und bleibt gesund, nicht so wie ich. Ah.